Schnicks, haben wir dich endlich mal vor der Kamera. Freuen wir uns sehr. Gesundes neues Jahr. Du hast heute die erste Trainingseinheit mitgeleitet. Wie zufrieden bist du? Ja, grundsätzlich sehr zufrieden. Ich glaube, Trainingsstart ist immer, ich will nicht sagen schwierig, aber man macht dann andere Bewegungen, als was man in der Vorvorbereitung absolviert hat. Die Läufe sind jetzt grundsätzlich erstmal weitestgehend durch. Jetzt geht es darum, dass wir in den nächsten 2 Wochen, 2,5, weil so weit ist ja jetzt auch nicht mehr bis zum Punktspielstart, jetzt nochmal eine Fußballfitness reinkriegen. Und da haben wir heute mit angefangen. Eine Fußballfitness reinkriegen? Der Trainer hat gerade gesagt, die haben ein bisschen andere Trainingspläne mit in die Winterferien bekommen. Wie haben die denn ausgesehen? Ja, die waren grundsätzlich, glaube ich, recht knackig, weil wir ja auch im Sommer wenig an Läufen machen konnten. Kurze Vorbereitungszeit und ich glaube auch andere Dinge noch zu verarbeiten als dann läuferisches. Dementsprechend gab es einen, ich würde fast sagen, Potpourri an Läufen, Krafttraining, Rumpfkrafttraining, das ein oder andere Mal Sprint- und Sprungkrafttraining und es war schon ausgiebig, glaube ich. Jetzt kommen viele englische Wochen. Wie bereitest du die Jungs darauf vor? Es ist auch nicht so ganz einfach, vor allem aus der kurzen Vorbereitung. Ich glaube, dass es am Ende immer darum gehen wird, dass wir, egal was wir machen, immer an die Grenze, über die Grenze versuchen hinauszugehen und das auch in den Trainingseinheiten. Wichtig wird sein, das dann in Absprache mit den Jungs gut zu steuern, dass keiner zu früh zu viel überpaced und dass wir vor allen Dingen auch in der Lage sind, dann, wenn die Jungs ab Minute 60 vielleicht im dritten Spiel nicht mehr ganz so frisch sind, auch die reinzuwerfen, die bis dahin dann noch nicht gespielt haben. Wie zufrieden warst du denn eigentlich mit der ersten Halbzeit unserer Saison? Ja, also ich glaube, besser geht immer. Ich glaube aber, dass wir eine Ausgangsposition haben, von der aus man angreifen kann, von der aus man nicht weit weg ist. Wird sich jetzt aber in den ersten, denke 3 Wochen der Saison schon zeigen, wo man dann am Ende stehen kann und wo es dann hingehen wird. Von daher glaube ich, ist es jetzt schwierig, ein Fazit zu ziehen, sondern es geht jetzt wirklich darum, die nächsten Wochen und die nächsten Spieltage zu absolvieren. Attacke, hat der Trainer gesagt. Danke, Schnicks.